Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ey, ohne Witz, ich bin heute Morgen vor einer Stunde aufgewacht und ich dachte mir, es kann jetzt nicht sein. Wir haben jetzt gleich einen Termin und ich wollte vorher duschen gehen, ich wollte mich in Ruhe fertig machen. Ich gehe ins Bad. Jetzt zieht euch das bitte mal rein. Ey, die haben uns einfach das komplette Wasser abgestellt. Und wir hatten dazu sogar ein Infoschreiben. Aber ich habe das halt voll vercheckt. Ich will unbedingt duschen gehen. Ich will Zähne putzen. Ja, okay, Zähne putzen kann ich jetzt auch so mit einer Flasche Wasser am Waschbecken. Aber es hat mich so abgenervt. Gib's doch zu, du hast deine Stromrechnung nicht bezahlt. Wie geil bist du denn? Boah, ich sehe gerade richtig schlimm aus. Okay, Leute, ich mache mich fertig. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Stopp, ein ganz kurzer Einschnitt, bevor es weitergeht, denn wir kommen natürlich auch in diesem Video erstmal zu der Verlosung für meine Abonnenten. Das habe ich nämlich heute Morgen leider vergessen aufzunehmen. In diesem Video gibt es für meine Abonnenten diese mega geile Actioncam zu gewinnen. Ist wasserdicht und damit könnt ihr einiges anstellen. Richtig geile Kamera habe ich auch. Das Teilnehmen an der Verlosung ist super einfach. Ihr braucht einfach nur einen Kommentar schreiben. Mit jedem Kommentar, das ihr unter dieses Video schreibt, nehmt ihr quasi einmal teil. Und das war's eigentlich auch schon. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich sehr, sehr gerne über den Link in der Infobox machen. Ich würde sagen, ich möchte dieses Video nicht weiter stören und verabschiede mich wieder. Wir waren gerade bei unserem Termin, ist alles sehr erfolgreich gelaufen. Jetzt haben wir 12.03 Uhr. Um 11 Uhr sollte das Wasser wieder angestellt werden. Es ist immer noch nicht an. Es nervt mich so hart, wirklich. Das ist so scheiße, dass die uns einfach das Wasser ausgestellt haben. Vor allem, ich habe überhaupt keine Ahnung, warum. Plötzlich kam irgend so ein Infoschreiben. Ja, dann an dem Tag, von dann und dann haben sie kein Wasser. Und jetzt sind die eigentlich schon seit einer Stunde überfällig, das Wasser wieder anzumachen. Vor allem haben wir gleich schon wieder den nächsten Termin. Ich wollte einfach nur diese scheiß Gurke waschen. Geht aber nicht. Jetzt wasche ich die Gurke mit meinem letzten Sprudelwasser, was ich habe. Ich glaube nicht, dass ich ernsthaft eine Gurke gerade mit Sprudelwasser wasche. Wir haben jetzt 12.54 Uhr, das heißt, seit zwei Stunden müsste das Wasser wieder an sein. Willst du mal kurz gucken? Ja! 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 Das heißt, ich kann jetzt meine Haare waschen. Meine Hände haben so geklebt, das glaubt ihr nicht. Wir waren gerade kurz einkaufen, weil wir nämlich gleich ein Meeting über ein paar Stunden zum Glück hier zu Hause haben. Und damit wir nicht mit leeren Händen hier stehen und die Gäste auch was zu essen und trinken haben, waren wir gerade eben was einkaufen. Ich würde sagen, ich richte das jetzt alles mal an und stelle euch hin. So, ich bin jetzt fertig. Guck mal hier oben. Erdbeeren, Muffins, Donuts und so ganz viele andere Schokosachen. Dann haben wir hier noch so Keks, Pralinenzeugs geholt. Für jeden einen Nikolaus. Und dann noch Brötchen für jemanden. Für alle, die gerne herzhaft essen wollen. Und ja, wir sind jetzt erstmal die nächsten Stunden in einem Termin und werden dann da wahrscheinlich nicht so viel filmen können. Aber dafür haben wir den ganzen Abend frei. Und Julian und ich haben eben schon gesagt, wir haben Bock auf jeden Fall gleich noch irgendwas Geiles zu machen. Und dann seid ihr natürlich wieder am Start. So, liebe Leute. So, Leute, wir hatten gerade einen fünfstündigen Termin und haben danach noch über ganz viele andere Dinge geredet. Dinge geredet und irgendwie war gerade mega Stress bei uns. Jetzt ist die Bibi gerade unter die Dusche gegangen, um ein bisschen runterzukommen. Blumen bringen noch immer gute Laune. Und dann dachte ich, gehe ich dir jetzt mal schnell einen Blumenstrauß holen. So eine kleine Geste zwischendurch. Ist doch was ganz Nettes. Ich schreibe jetzt schnell noch einen Zettel. Gehe kurz, was soll ich als Ausrede nehmen? Gehe kurz die Teile für die Ohren kaufen. Dabei war Deutsch auch noch mein bestes Fach in der Schule. Denkt ihr, schaffst du? Schreib mal in die Kommentare oder merkt ihr's? Ich glaube, die beeilt sich. Ein Beweis dafür, dass ich der größte Spacken bin, den es überhaupt gibt. Ich war im Supermarkt, bin da hingefahren. Es gab keine Blumen, ja. Ich hatte aber in meinem Kopf, dass ich diese Ohrstäbchen und Blumen besorgen muss. Die Ohrstäbchen, nochmal zur Info, das war meine Ausrede, ja. Was habe ich gemacht? Ich habe Ohrstäbchen gekauft. Ach du Scheiße, welche nehme ich denn jetzt? Die da? Oder die sind schön? Nee, die sind nicht schön. Das ist der Blumenstrauß. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Meint der Verkäufer zu mir. Hast du eine Tasse kaputtgeschlagen oder was hast du zerbrochen? Und dann meinte ich so, nee, einfach so, meint er, gar nicht gut. Wenn du einfach so Blumen deiner Freundin schenkst, dann erwartet die das irgendwann. Der war so voll der Pessimist. Oh mein Gott, wie süß ist das?
du gar nicht bemerkt, dass ich weg war? Nein. Du bist aus der Dusche gerade. Ach Mann, wie lange warst du denn duschen? Dankeschön. Oh nein. Ich hab gar nicht gesehen, dass du weg warst. Mann, ich hätte erst reinkommen müssen. Es hat einfach geklingelt. Und ich dachte, und dann habe ich dreimal ganz laut Julian gerufen. Dann dachte ich ganz kurz, hä, ist der Julian weg? Oh, das ist aber eine süße Überraschung. Du bist ja voller Schaum. Ich war bin erst in den Supermarkt gefahren und habe hier, falls du das bemerkst, dir einen Zettel auf dem Boden geschrieben, wo drauf steht. Ich muss die Teile für die Ohren kaufen. Ja, mir ist der Name nicht eingefallen. Und habe dir das aufgeschrieben, damit du beruhigt bist. Weißt du was? Ich stehe im Supermarkt und weiß, was ich gekauft habe. Das ist jetzt mein Ernst. Ich habe natürlich auch nach Blumen geguckt, aber ich habe wirklich die Teile für die Ohren gekauft, obwohl das nur meine Ausrede war. Wieso überraschst du mich in letzter Zeit so aus? Na, weil du eben so traurig warst. Ach du Scheiße, was die hier alles nass. Ach nee, diese Schlamassel. Kannst du die in eine Blumenvase stellen? Die stehen alle in der Küche links auf dem Boden, hinten links. Ja klar, stelle ich super gerne jetzt in eine Blumenvase. Danke für die Überraschung. Ich kaufe gerne Blumen und stelle die dann in eine Blumenvase. Super. Blob. Nicht dein Ernst. Unsere armen Nachbarn. Dass wir hier, also wirklich. Ich wollte gerade die Schmutzigklappe einfach wieder in die Schublade. Ja, okay, war gar nicht so lustig. Einfach mal gar keinen Bock. Komm, ich bade in die Höhle. Guck mal, Simba. Oh, ist das süß. Guck mal. Der ist direkt in meine Pullihöhle gegraben. Ich begleite ihn einfach gerade durch deinen Ärmel. Der sitzt gerade ungefähr hier. Nee, mein Freund. Nein, wir klettern nicht in Biancas Ärmel. Kommst du wieder her? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Du hast den kaputt gemacht! Du hast den Weihnachtsmann geplatzt! Der ist geplatzt! Es tut mir so leid, das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Nein! Ist der wirklich geplatzt? Nein, das ist geplatzt! Bianca, du hast... Bianca! Nein! Das ist Nein! Durchhalten, Kollege! Das hätten wir gleich! Da! Durchhalten! Halt durch! Janka, beeil dich! Nadel! Scheiße! Wie kann man denn nur so langsam sein? Hey, fass du's mal! Scheiße! Wie lange kann man denn brauchen? Ja, ist ja gut! Ist ja gut! Ist ja gut, mein Gott! Halt durch! Halt durch! Sonst sind wir sicherlich ein ganz normales Paar. Zum Glück hat meine Oma mir Nähen beigebracht. Übrigens kann ich euch ja jetzt eigentlich auch sagen, dass das Meeting, was wir gerade eben hatten, eine lange Bilou-Besprechung war. Ich freue mich einfach so aufs nächste Jahr 2018 mit euch, mit Bilou zusammen zu verbringen. Da kommen auf jeden Fall ein paar sehr geile Sachen auf euch zu. Ihr könnt wirklich schon mal sehr gespannt sein. Und warum ich euch das überhaupt erzähle ist, im Zuge dessen haben wir nämlich endlich die Bilou-Geschenkpakete bekommen, denn unter anderem wird es in den nächsten Vlogs irgendwann dann auch mal insgesamt 4 große Bilou-Geschenkpakete geben. Was da genau drin ist, verrate ich euch jetzt noch nicht, sondern erst, wenn man es dann auch gewinnen kann. Aber guckt mal, wie das einfach aussieht. Stellt euch mal vor, es würde einen Bilou-Laden geben und dann würde man einfach mit so einer mega geilen großen Bilou-Tüte da rauskommen. Oh Mann, das ist so ein krasses Gefühl und so ein komischer Gedanke. Stellt euch mal vor, es gäbe irgendwann einen Bilou-Shop. Übrigens ist der Julian schon seit ungefähr einer halben Stunde drüben im Schlafzimmer und ist eben eingepennt und ich will ihn jetzt auf keinen Fall wecken. Ihr kriegt das ja gar nicht so mit, aber wir sind echt mit den Vlogs immer bis tief in die Nacht beschäftigt und er hat bis jetzt einfach wirklich jedes Video geschnitten. Das ist so krass. Er
nimmt das einfach an sich und sagt, ich soll mich ausruhen und schlafen und er macht das schon. Und wenn ich morgens aufwache, ist das Video einfach fertig geschnitten. Und ohne Witz, ihr wisst gar nicht, wie dankbar ich ihm dafür bin, dass er mich da so unterstützt und wir das so krass zusammen machen. Ich habe schon echt Glück mit meinem Freund. Der Juli versucht mich echt immer überall so sehr zu unterstützen und aufzubauen. Auch eben die Aktion mit dem Blumenstrauß. Ich war irgendwie voll überfordert in dem Moment und dachte mir so, what? Als ob du gerade losgegangen bist und mir einen Blumenstrauß geholt hast. Das war einfach so eine süße Aktion. Naja, auf jeden Fall ist er, glaube ich, von den letzten Tagen und letzten Nächten mit wirklich sehr wenig Schlaf super erschöpft. Scheiße! Nein! Meine Schwester hat heute Geburtstag, also seit 12 Uhr nachts Geburtstag. Ich habe eben noch dran gedacht, ich wollte sie unbedingt anrufen und ihr um 12 Uhr gratulieren. Oh, scheiße. Oh, Mann. Scheiße, das ärgert mich jetzt voll, weil ich eben noch dran gedacht habe. Egal, somit wisst ihr auch schon, was morgen wahrscheinlich im Video passieren wird. Oder unter anderem, meine Schwester hat Geburtstag. Mal gucken, was da so abgehen wird. Das war's jetzt wirklich mit dem Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.